Da darf ich herzlich zurück begrüßen bei Quantum Break mit mir, Kochi. Wir finden uns immer noch im fünften Akt, im zweiten Teil in der Universität. Wir flitzen gerade aus der Tiefgarage heraus, um unseren Bruder zu finden. Genau, hier war kein Kampf, hier war das Tor, was wir den Code finden durften, müssen sollten. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Hier liegt irgendwo noch ein Kronenpunkt rum. Mal gucken, ob wir den umfinden, dann verhandelt mich. Grundsätzlich ja. Fällt das hier ganz nah? Ah, da. Bingo. So, haben wir auch gefunden. Alles klar. Wir haben das Biest an die Stromversorgung angeschlossen. Ich werde mich nie mehr auf Wade verlassen. Gut, wie auch immer denn. Okay, sehen uns. Ah, das ist die Waffe, die wir gerade haben. Gut. Ich glaube, wir können noch nicht ganz so fix unterwegs da. Da unsere Kräfte entzogen werden durch das Gerät. Ah, hier ist er. Und ich sterbe genau jetzt. Wie schade. Kaputt machen hat nichts gebracht, deswegen müssen wir versuchen. Drei habe ich gezählt, glaube ich zumindest, die vorher auszuschalten. Mal schauen, ob uns das gelingt und wie. Leben wir ein bisschen. So, auf ein neues. Ich bin noch nicht mit dir fertig. Gefunden. Alles klar. Wir haben das Biest an die Stromversorgung angeschlossen. Okay, ich werde mich nie mehr auf Wade verlassen. Gut, wer auch immer den Parkplatz in Schutt und Asche legt, kommt hier nicht raus. Wirklich? Wirklich? Sehr gut. Teil der ersten. Jetzt. Meine Kräfte nicht einsetzen. Okay, ich glaube, er schon hin und schalt's wieder aus. Es wird wohl von woanders mit Strom versorgt. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ja, das ist nicht gut. Ah, jetzt können wir das Zeitlich ein bisschen einordnen. Ausgeschaltet. Er hat ganz offensichtlich Unterstützung. Ich würde sagen, sie sind mindestens zu fünft. Also haltet die Augen offen. Okay, wir haben hier einen großen Jant. Wir haben fünf. Eins, zwei, drei, genau, fünf kleiner.
Das sind zwei große. Wir haben einen. Klar, wir so wieder wegzukommen, denn es ist ein bisschen viel los. Okay, der ist tot. Laden wir nach, springen runter und versuchen es mal. Oder machen so. Ja, schön vorbeigeschossen. Ist doch der große sein, genau. Oh mein Gott. Okay, ich muss zur Bibliothek. So, haben wir Munition, ansonsten lagen nur die Waffen rum. Ist noch was? Elektriker seid ihr nicht gerade. Ich muss zu Will, bevor es zu spät ist. Ja. Nee, wir haben dann das. Weil das hier. Gut. Keine Zeit zu vergeuden, ich muss zu Will. Ja, hetz mir jetzt ein bisschen. Ach, Scheiße, zu spät. Ich muss die Bibliothek vor ihm erreichen. Ich habe den Befehl, die Dächer zu patrouillieren. Das sind aber schon ein paar Männer. Und sie wollen noch mehr haben. Ärger dich mit Serene rum, wenn du mir nicht glaubst. Hier nicht zu finden. Genau. Oh, das war jetzt falsch. Ja, suche ich gerade einen Weg. Soll das sein? Wahrscheinlich. Hier spricht der F-Prime. Haben den Kern der Zeitmaschine und sind auf dem Weg. Krass. Wieso rumfliegen damit? Gibt es hier nicht zu finden? HQ, wir haben William Joyce in die Bibliothek gebracht. Erwarten Befehle. Ende. Schwing die Hufe, Jack. Verstanden. Wartet mit einem Nulltrupp auf die Ankunft von Morlock Actual. Alle anderen sollen sich bei den Trockendocks an der Kronengewinnungsanlage sammeln. Wartet dort auf weitere Befehle. Die Bibliothek fliegt in 5 Minuten in die Luft. Wir erhalten keine Antwort von der Scharfschützeneinheit. Untersuche aktuelle Lage auf den Dächern. Bleiben Sie dran. Oh, da, komm zurück. Da war was.
Genau hier. Hey, na also. Geht auch. Sagt er manchmal zumindest. Gibt's noch was? Nein, hier gibt's auch nichts weiter zu gucken, also können wir mal. Die gesamte Scharfschützeneinheit ist ausgelöscht. Das hat er nie im Leben ganz alleine geschafft. Wir müssen herausfinden, wer fehlt. Es könnte sein, dass es jemand von uns ist. Wir brauchen eine Liste mit Personen, die fehlen. Genau, wir haben drei, davon ein großer. Was war das? Ich habe etwas gehört. Seht euch mal ein bisschen um. HQ, es ist Joyce! Kontakt! Wer ist das? Wie zum Teufel! Ah, das ist Scharfschütze, das. Ist er tot? Okay, ich dachte, ich habe Deckung, aber. Wechsle Magazine! Yay, ich schieße schnell den Karton weg. Ziel gesichtet, eröffne Feuer, Ende! So, dann noch kurz nach. Oh, ist der Großer. So, aus den kleinen Scharfschützen, alle draußen einer. Ihren Bürger. Mal extra. Halte durch, Will. Ich bin fast da. Hier geht's nicht hoch. Geht's hier hoch? Nein, auch nicht. Natürlich nicht. So, kleiner Moment. Jetzt Munition. Laden wir nochmal auf. Okay, ich muss zur Bibliothek. Und hier liegt noch ein. Das ist ein Krone von Blick hier rum, aber. Kann ich drauf hin und drüber springen? Man weiß es nicht. Ich schieß mal rüber. Ich muss zu Will, bevor es zu spät ist. Nein, so kann ich natürlich nicht hoch. Okay. Tür wird auch nicht gehen. Vielleicht was rum, es explodiert. Da vorne ist der Weg. Wie komme ich denn jetzt hier lang? Nachdem ich das so gut aufgetreten habe. Ist hier noch was rum? Nein, wirklich nichts. Ui. Ah, da oben langhangeln. War doch schon richtig. Nein. So, auf ein neues. Na komm. Oder da oben drüber laufen. So. Wir finden uns auf dem Dach. Wenn Joyce in der Bibliothek ist, wen haben Sie dann hier gesehen? Keine Ahnung, aber wir haben. Das ist er! What the fuck? Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen. Drüben ist ein Scharfschütze. Oh mein Gott. Wir müssen ihn festnageln. Los, los.
Hat auch so ein Gewehr und da können wir mal ein bisschen mit denen. So. Lassen wir noch fix kurz alles nach. Da. Ach, zwei große noch da. Echt? Das sind die Techniker? So, genau, würde sagen. Ich muss da runter. So, jetzt würde ich sagen, wir machen hier an dieser Stelle eine kleine Pause. Weiter geht es dann genau hier, ab dieser Stelle, im nächsten Video. Bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch eine schöne Zeit. Dicken Dank, euer Kubuchi. Bye.